Guten Tag. Heute mal keine Servus und Hallo, sondern guten Tag. Ja, Temple of Death ist wieder da. Beziehungsweise demnächst wieder da. Das ist die Folge 101. Und jetzt war ja sehr lange Pause. Ungefähr 4 Monate Pause, glaube ich. Oder Mai, Juni, ja, 3 Monate. 3 Monate Baupause seit der letzten Tempelfolge. Wer es nicht gesehen hat, schaut euch unbedingt die Special Folge 100 an. Mindestens die ersten 5-6 Minuten. Danach könnt ihr von mir aus ausschalten. Aber an dieser Stelle nochmal vielen Dank an den Brillibi, vielen Dank an den Hannibal, vielen Dank an den Jackpack TV, vielen Dank an den Hoshi und vielen Dank an alle Rassen aus. Waren alle beteiligt an der Special Folge 100. Wie gesagt, schaut euch die ersten circa 6 Minuten an. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr das restliche Video auch noch anschauen. Dauert, keine Ahnung, 25 Minuten oder so. Ein Meilenstein dieses Video. Das war tatsächlich das erste Video auf YouTube, wo ich mich dazu entschlossen habe zu quatschen. Vorher habt ihr immer nur unkommentiertes Gameplay gehabt und ja, seit der Special Folge 100 müsst ihr mein Gelaber ertragen. Aber zurück zu dieser Folge. Folge 101. Ihr seht schon, es ist kein Speedbuild. Da im Moment bewegt sich einfach nichts. Ist ein bisschen chaotisch. Ihr habt natürlich wie immer kein Skript oder so zur Hand, was ich vorlese, sondern rede, was mir gerade einfällt und was es zu sagen gibt. Zuerst einmal, ihr habt es schon gesehen. Neues Intro gibt's und das Intro sagt quasi auch schon sehr viel aus, wie es weitergeht, nachdem ich lange überlegt habe, was ich denn mache und wie der Name bleibt. Ich werde den Namen Temple of Death nicht ändern, ganz einfach, weil 100 Folgen Temple of Death und dann nenne es irgendwie Never Ending Coaster oder so. Ist zwar ein sau cooler Name, vielen Dank nochmal für den Vorschlag, aber Temple of Death bleibt. Auch wenn es niemals aussehen wird wie ein Tempel. Aber da komme ich später noch ein bisschen drauf. Ja, warum dieses Video dann? Kein Speedbild, anscheinend wird nichts gebaut. Im Moment quatscht er nur, was ist los? Ja, ich möchte nur sagen, der Tempel quasi wieder ein Lebenszeichen vom Tempel geben. Der Tempel ist nicht tot. Wird auf alle Fälle weitergehen. Allerdings vor September komme ich nicht dazu. Aber dann gibt es wieder regelmäßig Tempelfolgen. Ich weiß nur nicht wie oft, wahrscheinlich eher weniger oft. So. Schau aber, dass ich einmal in der Woche eine Tempelfolge rausbringe. Das müsste drin sein, denke ich. Und ja, das war das. Was gibt's noch zu sagen? Ich habe irgendwann mal gesagt, es wäre geplant, den Tempel bis Ende 2019 fertigzustellen. Aufgrund der ausgedehnten Baupause wird ich das nicht schaffen. Realistisch gesehen schaffe ich nicht. Die neue planmäßige Fertigstellung ist spätestens im Sommer 2020, da habe ich einen großen Zeitpuffer drin, dann ist er aber fertig. Dann sage ich einfach, er ist fertig und das war's dann. Jetzt schauen wir uns hier mal ein bisschen um. Für die Special Folge 100 habe ich ein bisschen aufgeräumt. Und hier sieht man es jetzt so, wie es hier eigentlich aussieht. Sehr viel Zeugs und Müll und so liegt hier rum. Einfach die ganzen Baumaterialien. Ja. Da sieht man nur, was ich überlegt habe,
ob ich das Ding vielleicht einfach The Death nennen. Weg damit. Tempel bleibt Tempel. Wahrscheinlich habe ich zu viel gelöscht jetzt. Es ist immer... Da möchte ich mal einmal eine Folge machen, die nicht komplett chaotisch ist. Geht natürlich nicht. Ein bisschen Chaos gehört hier immer dazu. So, jetzt ist aber... Machen wir das wieder weg. Also, Tempel bleibt Tempel. Auch wenn es nicht nach Tempel aussieht. Ich arbeite dran. Damit komme ich gleich dazu, was ich nur sagen möchte. Wie geht's mit dem Tempel weiter? Schauen wir mal hier so ein bisschen durch. Das ganze Zeug, was rumliegt, einfach ignorieren. Ja, es ist, wie es alle Rassen aus den inoffiziellen Namen dem Teil gegeben hat. Es ist ein Klotz auf Schrott. Viereckig schwarzer Kasten des Wahnsinns, wie es der Hannibal genannt hat. Oder auch ein Generationenprojekt. Das kommt vom Hoshi. Ja, damit es nicht wirklich ein Generationenprojekt wird, habe ich mir überlegt, es gibt ein paar Punkte, die ich nur machen möchte. Gut zugegeben, sehr aufwendige Punkte. Aber dann wird geschaut, dass fertiggestellt wird. Punkt 1 ist natürlich die Außenfassade. Da habe ich mittlerweile diverse Vorschläge bekommen von den Wegen. Ja, wenn sowieso also als Park gespeichert wird, kein Blueprint, dann arbeite mit Terraforming, buddel das Ganze ein und gut ist. Möchte so nicht machen. Terraforming kommt noch zum Einsatz. Möchte jetzt nicht zu viel verraten. Und hier werde ich tatsächlich nur versuchen, es irgendwie nach Tempel aussehen zu lassen. Und wenn es bloß die Fassade vorne ist, die irgendwie tempelhaft aussehen soll, aber das möchte ich nur machen. Im Großen und Ganzen wird es ein eckiger Klotz bleiben. Ich möchte jetzt auch nicht nur Millionen andere Steine draufschmeißen, das wäre ja auch eine Möglichkeit, aber nein, im Großen und Ganzen wird es ein Klotz bleiben. Ist halt dann einfach so. Ich warte schon auf die ersten Rückmeldungen von den ersten Spotlights, dann nur, sieht nicht nach Tempel aus, ja, weiß ich. Ist mir durchaus bewusst. Das war Baustelle Nummer 1. Baustelle Nummer 2 wird werden, jetzt gehen wir mal einfach rein, dass hier überall noch wesentlich mehr Wanddeko hinkommt. Und ich möchte ein paar flackernde Lichter möchte ich auch drin haben. Ich habe zwar die Rückmeldung bekommen, kann es nicht machen, die kriegen alle Panik da drin. Kann gut sein, möchte ich trotzdem haben. Hier nur ein bisschen Deko fehlt. Während des Wartebereichs. Beleuchtung ist natürlich auch noch keine da, kommt noch her. Ich hatte tatsächlich mal überlegt, diese Szene in den Tempel einzubauen. Und dann per Auslöser starten zu lassen. Aber im Livestream mal ein bisschen geredet und der Hannibal hat dann meint, und auch wer anderer wohl leider einen Namen nicht mehr weiß, sorry, lass das Teil da stehen, das passt schon. So Warteschlangenbespaßung muss auch sein. Wer die jetzt tatsächlich stehen lassen hier. Diese Lücke werde ich vielleicht wieder zumachen, ich weiß es noch nicht. Aber irgendwie, vielleicht mal wieder zu. Dann hier herinnen kommt auch noch viel Deko hin. Es ist halt tatsächlich sehr kahl. Aber ich wollte den Platz innen ein wenig ausnutzen und das habe ich jetzt mit Warteschlange gemacht. Hier überall nur sehr kahl. Es glitscht nur sehr viel überall durch. Das wird noch geändert, das muss auch noch beseitigt werden und hier halt überall so ein bisschen Deko. Was ich noch machen möchte im Stationsgebäude, möchte ich auch noch ein bisschen rumbauen. Hier liegt auch noch überall Baumaterial rum, da kommt auch noch ein bisschen Deko hin. Dann geht's hier weiter, ich fliege jetzt einfach mal alles ab. Hier der Auslöser gehört noch, bisschen früher.
Hier sieht so komplett kahl aus, bis auf zwei, drei Edelsteine, wo da rumliegen. Und hier fährt man ja wirklich schön langsam nur durch, dass man das alles ansehen kann. Da kommt noch, also zumindest in diesem Raum möchte ich noch sehr, sehr, sehr viel mehr an Dekoration machen. So, dann hier, ja, generell so ein bisschen Wanddeko kommt überall noch hin. Hier, das passt im Großen und Ganzen, passt es auch. Sehe gerade, die Schienenstütze gehört noch richtig platziert. Hier, die Szene dann hier passt auch. Hier hinten sind irgendwo noch Blitze, die kommen noch raus. Die gefallen mir nicht, die kommen weg. Hier das Unkraut, Lianenzeugs hängt ein bisschen zu tief. Das wird nur wegen auf die Seite geschoben, sonst glitscht man da ein bisschen durch. Hier ist auch ein Fehler. Hier ist eigentlich genug geboten an Szenerie. Hier hatte immer die Rückmeldung, es sieht kacke hier aus, aber es sieht keine Sau, das passt schon. Hier glitscht auch noch ewig viel durch, das muss behoben werden, auch wenn es keiner sieht, aber es muss behoben werden. Hier hatte immer die Rückmeldung, dass dieser Auslöser viel zu nah ist. Ich habe jetzt wirklich geschaut und wenn man als Fahrgast da drinnen sitzt, man kann die Arme nicht so weit ausstrecken, dass man die Kugel berühren kann. Dann kommt sie rauf. Hier an dieser Szene wird nichts geändert, da habe ich immer sehr positive Rückmeldungen bekommen. Die Türe ist schwarz, auch so, wenn sie anders aussieht. Hier wird vielleicht, man muss mit der Beleuchtung ein bisschen spielen. Überlege mal noch. Diese Szene wird auch nichts geändert. Hier glitscht ein Stein durch, der gehört noch weg. Hier generell sieht es halt ganz furchtbar aus. Da möchte ich noch viel mehr von den Edelsteinen überall so als Blickfang hinhaben. Und tatsächlich, das Grinsegesicht sieht man auch fast nicht. Hier gehört noch ordentlich nachgearbeitet. Hier auch immer die Rückmeldung bekommen, dass diese Szene zu knapp ist. Ich weiß nicht, ob ich noch nacharbeite. Muss ich mal schauen. So, und hier ist es, hier schwebt eine Lampe, die gehört auch noch gefixt. Hier hätte ich noch was vor, was ich jetzt noch nicht verrate, aber da kommt noch was hin hier. Glaube ich. Und hier ist halt einfach kahl. Hier ist nichts. Hier muss viel mehr passieren. Wenn die Hexe agiert, dann muss hier richtig was los sein. So, das war der alte Bereich. Jetzt kommen wir in den neuen Bereich. Generell im neuen Bereich fehlen nur Lampen. Sehr viele Lampen. Hier ist, muss ich mal schauen, ob das zu knapp ist, aber ich glaube, es passt. Genau wie hier. Die Brille wie Gedächtnispergola. Habe ich irgendwie untergebracht hier. Ja, hier die liegen schon so realistisch, dass das halten würde. Denke ich, ja, so kleine Glitches müssen nur beseitigt werden. Beleuchtung generell muss nur gemacht werden. Hier fehlt ein Stein. Hier muss ich schauen, ob das zu eng ist. Da mit den Steinen muss man hier noch was überlegen. Entweder mehr oder die da weg. Hier sollte auch noch ein bisschen mehr Aktion geboten sein. Hier ist ein Wassersplash, den sieht man überhaupt nicht. Da
muss mit den Auslösern ein bisschen rumtimen. Hier oben der Doppellooping ist okay. Das ist auch okay. Und ja, ich fliege jetzt wirklich die ganze Strecke ab. Diese Szene ist auch okay. Hier muss ich mit dem Timer nur ein bisschen. Der gehört nur so 1-2 Sekunden früher. Diese Szene weiß ich nicht, da muss ich auch noch ein bisschen was machen. Hier generell Beleuchtung. Und hier ist es halt sehr kalt. Die Szene ist sehr cool, gefällt mir sehr gut. Aber es ist halt wenig geboten. Da kommt noch irgendwie was hin. Einfach nur so Deko, die wahrscheinlich eh keiner sieht, aber kommt da noch hin. So, dann geht's hier raus. In diesem Looping. In diesem Looping ist wenig, da ist nicht mal Beleuchtung. Hier glitscht natürlich noch alles durch die Schienen, das gehört unbedingt noch behoben. Die Szene passt. Auch das mit den Holzbalken, dass diese so kreuz und quer als Stützen herumliegen, finde ich gut. Passt auch. Und hier der Vulkanausbruch, der gehört nur 1-2-3 Sekunden früher. Wobei dann das Problem wieder habe, dass man halt fast nicht sieht. Hier gehört einfach nur ein bisschen Beleuchtung rein, aber sonst passt da alles. Die Szene ist auch sehr cool, da realisiert man erst am zweiten Blick, dass man eigentlich kopfüber fährt. Hier ist auch okay. Irgendwie möchte ich nur Special Beleuchtung für den Pentagrammbaum, Durchfahrt, Wurzelwerk, was auch immer das ist. Da muss noch was hin. Dass die Steine hier alle gleich sind und nicht gedreht und so, das sieht keine Sau, wenn man da drüber fährt. Hier auch okay, wobei Beleuchtung könnte man ein bisschen hin machen. Und hier dann bremsen, das passt auch. Was nicht passt, ist dieser Raum. Der ist einfach kahl und da ist nichts geboten und das ist blöd und langweilig. Da gehören nur 1, 2, 3, 5 Auslöser hin. Und dann ist man wieder hier. Das war Baustelle Nummer 2, die Innenausstattung. Also Baustelle Nummer 1, Fassade, Baustelle Nummer 2, Innenausstattung. Baustelle Nummer 3 ist das Dach und alles, was nicht Fassade ist hinten. Da kommt nur irgendwie ein bisschen was hin. Tatsächlich werde ich nicht so viel bauen wie an der Fassade, aber so generell kommt nur ein bisschen was überall hin. Dann ja, Beleuchtung und so. Dann werden nur sehr viele, das wird in keinem Stream und keinem Video zu sehen sein, wenn ich das baue. Noch sehr viele Easter Eggs eingebaut und versteckte Räume und solche Sachen. Dann kommt auch noch hin, irgendwo, ich glaube am Eingangsweg werde ich das machen, eine Art Dankestafel. Für alle, die mir halt sehr geholfen haben. Entschuldigung. Und
Was ich auch für Rückmeldung bekommen habe, was sie tatsächlich relativ leicht lösen lässt, was ich aber am Schluss erst mache, das war die Idee, hey, es wäre cool, wenn der Tempelklotz hier irgendwie so quasi auf dem Berg wäre und man erst zum Berg hochgehen muss. Das werde ich tatsächlich machen mit Szenario-Editor, ist ja kein Stress. Hier Eingang wegreißen, irgendwo anders hin machen, Gelände runter und Weg rauf. Das wird auf alle Fälle umgesetzt. Ich weiß leider nicht mehr, von wem der Vorschlag kam, aber finde ich sehr gut. Wird aber tatsächlich eins der letzten Dinge sein, die ich machen werde hier. So, das war jetzt mal ein grober Überblick. Das nächste. Im Special Video 100 habe ich gesagt, und der Play-Knopf wird nicht gedrückt. Den zeige ich dafür jetzt mal hier. Diese Szene, wo ich eigentlich vorhatte, die in die Bahn zu integrieren, aber da müsste der Zug tatsächlich sehr lange dafür stehen bleiben. Ja, aber relativ lange, es ist ungefähr eine 20 Sekunden Szene. Die zeige ich euch jetzt einfach mal. 22 Uhr. Wer jetzt nicht gespoilert werden will, kann sich ja mal einfach die Augen zuhalten oder wegschauen, und ich sag schon, wenn es dann weitergeht. Jetzt brauchen wir erstmal Pause. Hier auf Play, Interface ausblenden und dann machen wir Pause raus. Ja, ist halt so eine kleine gemütliche Szene. Was ich, ja, das war es auch schon wieder. So, alle, die weggeschaut haben, können wieder herschauen. Spoiler vorbei. Es hat bestimmt keiner weggeschaut. Was ich hier noch machen muss, beziehungsweise generelles Problem, was ich habe, für jeden, der sich die Bahn irgendwann mal anschaut. Ihr habt es vielleicht gehört, vielleicht auch nicht. Weiß ich nicht, hier, nein, ihr habt es nicht gehört, weil ich die Original-Tonspur rausgelöscht habe. Die blöden Display-Ablaufsteuerungen haben alle Sounds hinterlegt. Diese jetzt nicht, aber die Szene besteht ja aus 5 oder 6 Display-Ablaufsteuerungen, wo hier irgendwo versteckt sind. Genauso wie im ganzen Tempel. Da sind, was weiß ich, wie viel 100 Display-Ablaufsteuerungen drin. Und aus irgendeinem Grund haben manche Steuerungen von Haus aus einen hinterlegten Sound, den man blöderweise dann auch hört. Wie hier gerade. An alle Spotlighter. Ich versuche nur irgendwie das alles rauszubekommen. Garantieren kann ich es nicht, dass wirklich alles weg ist. Ja, das war die Special-Folge nach dem Special. Folge 101. Und ich verabschiede mich an dieser Stelle schon mal. Sag Servus, Tschüss und bis zum nächsten Mal. Könnt mal gerne Meinungen, Anregungen, sonst irgendwas in die Kommentare schreiben. Ihr bekommt jetzt noch eine Testfahrt. Und ich sag aber nichts mehr. Genau, ich lasse euch mit der Testfahrt jetzt alleine. Und wenn euch was auffällt, wo noch was glitscht oder so, oder Fehler, wo ich jetzt nicht benannt habe, der nur irgendwo ist, wenn euch die auffällt, gerne ab damit in die Kommentare, am besten mit Zeitmarkierung. Ja, wenn ihr da Bock drauf habt, dann macht das bitte, wäre cool. Und ich sag vielen Dank fürs Ansehen, Servus, Tschüss, bis zum nächsten Mal.